Vorbereitungsarbeiten, die haben gefruchtet. Wie man sieht, die Piste ist schön weiß, sie ist eigentlich schon kompakt. Man könnte eigentlich theoretisch schon heute das Rennen fahren. Wir haben den Schnee vom letzten Winter gut konservieren können. Und das ist einfach das Produkt, was wir jetzt hier sehen. Das heißt, das ist der Schnee vom letzten Jahr. Und wir haben von dem massiv große Restmengen nützen können und haben eigentlich keine Probleme gehabt. Ich glaube, die Piste lässt alles zu, dass man auch mit einer hinteren oder hohen Startnummer noch eine gute Zeit fahren kann. Und das ist ja natürlich das Ziel. Jetzt diese Woche sind circa 50 Personen, die nur rein auf der Rennstrecke arbeiten und nochmal 50 Personen rundherum. Und dann an den Renntagen, dass das Rennen optimal läuft, sind 220 Personen nötig, um das bestmöglich abzuwickeln. Wir erwarten wieder bis so circa 10.000 bis 12.000 Personen pro Renntag. Und ja, es ist angerichtet. Bitte herzlich eingeladen, alle drauf da.